Hallihallo, liebe Abenteurer, hier ist Mo van VR mit Mo Tensen und gemeinerweise habe ich an der Stelle bei Theseus das letzte Mal aufgehört und jetzt geht's weiter mit dem Cliffhanger. Was wird passieren, wenn ich den Hebel ziehe? Keiner weiß es. Ich ziehe den Hebel. Ich habe das Gefühl, der komische Typ da wird irgendwas dagegen haben. Ist mir aber egal. Oh, alter Schwede. Was passiert? Verschwinde jetzt, sagt er. Wohin denn? Wie jetzt? Wohin soll ich da verschwinden? Wo komme ich her? Die Tür ist zu. Oh nein. Komm schon. Ich bewege mich nicht. Das ist übrigens der Spracheffekt auf der Sprache der Frau. Ist dasselbe wie bei Megaton Rainfall. Von dieser Entität, die einen dazu quatscht. Hallo? Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder einmal gestorben, oder? Nö, jetzt bin ich einfach an einem anderen Ort. Jetzt drehe ich mich wirklich mal um. Wartet mal. Keine Ahnung, kann ich da lang gehen? Also, ich soll ja vermutlich da lang, genau. Ah, jetzt geht's wieder von vorne los. Okay. Interessant. Ich habe Lust mal ganz kurz. Nee, habe ich nicht. Ist egal. Ich wollte gerade sagen, ich bin in dem Spiel auch noch nie absichtlich zurückgegangen. In dem Sinn. Aber das lassen wir jetzt mal. Gut, also Schwert reinstecken und abhauen. Nur wohin, um Gottes Willen? Sieht gerade wirklich beeindruckend aus, wenn man hier in diesen großen Saal, nenne ich immer, kommt. Wieso kommt der eigentlich immer von oben? Zack, so, dann wird Minotaurus ein bisschen gegrillt, was auch immer diesen Effekt auslöst. Achso, das kommt hinten durch, ich weiß noch nicht, wohin soll ich um Gottes Willen verschwinden? Und ich weiß auch nicht, was sie sagt. Das wird nicht angezeigt. Komm schon. Ja, witzig. Der ganze Titel war bisher sehr, sehr ruhig. Und jetzt kommt eine Stelle nach der anderen, wo ich irgendwie draufgehe und nicht so richtig verstehe, was ich machen kann. Okay. Im Zweifelsfall, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann fange ich einfach immer wieder mit dem Recording neu an. Und müsst ihr halt. Dann denkt ihr, ich habe das gleich beim ersten Mal voll geil erledigt. Boah. Sehr cool. So, komm. Hebel. Weil ich kann ja nicht weglaufen. Das ist wirklich merkwürdig. So, der wird gegrillt. Das ist eine Öffnung. Aber da komme ich ja nicht hin. Oder? Naja, komme ich nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich halte mal still. Das hat mich ja nie geholfen. Ja. Was soll denn das, ey? Und falls ihr mir gerade Tipps gibt, wäre es super nett, wenn ihr die mal übersetzen würdet. Oh Mann. Verdammte Axt. Ich weiß, ihr habt keine Lust zuzugucken, wie ich ständig sterbe. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn ich jetzt wieder sterbe. Jetzt kommt er nochmal runtergesprungen. Ich habe auch keine Lust mehr, ständig diese Katze anzugucken. Obwohl die hier sau cool ist. Oh.
Ich habe auch tatsächlich keine Idee, wo ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll, da vorne in dem Bereich. Dieses Spiel macht mich verrückt. Da habe ich nur eins. Riesentyp, wütender Riesentyp. Ja, ich benutze das Schwert. Zack und runterziehen. Wohin, holde Stimme? Guck mal, wenn ich hier ganz in die Ecke gehe. Okay. Es geht weiter. Da bin ich aber froh. Wie viele Ansätze habe ich jetzt gebraucht? 5? Meine Güte. Neue Fackel. Sollte ich die anzünden? Ich sollte sie anzünden. Ist besser. Ich finde tatsächlich, am Anfang hatte ich jetzt gar nicht vermutet, dass es doch so viel Game-Mechanik denn doch gibt. Seht ihr, hier brauche ich nämlich die Fackel, das habe ich schon langsam im Ende spürbar. Oh scheiße, ich muss mal niesen. Kleinen Moment. Nee, war doch kein richtiger Nieser. Ich habe mir die Nase zugehalten. Okay, hier ist wieder ein großer Raum. Das riecht mir nach Spinnen. Ja. Oder Zentauren. Verdammte Axt, ey. Was ist denn? Ein bisschen höflicher, bitte. Vor allen Dingen. Das ist wieder die Stelle mit dem Hebel, oder was? Ich brauche jetzt nicht. Ich gehe da lang. Ist mir wurscht. Nee, geht nicht. Okay, eventuell ist das ein anderer Hebel, aber... Der soll es ja jetzt wohl sein. Es geht ja richtig zur Sache hier mittlerweile. Ah, genau. Schneller, schneller. Uah. Nein, nein, hör auf. Komm schon. Oh Gott. Beweg dich nicht. Wie gesagt, also angeblich hat das Spiel doch eine Dauer von 4 Stunden. Wir sind jetzt bei 2x40 Minuten. Es würde mich jetzt echt wundern, wenn das hier der Endkampf für den Minotauren ist. Also, Fackel aus. Hatten wir schon. Und ich gehe hin. Der Typ sieht aber auch echt wild aus. Ich gehe hin. Ich gehe hin. Ganz langsam. Solange ich mich nicht bewege. Schnell. Runterziehen. Jetzt schnell, schnell, schnell. Zack. Grillfleisch. Jetzt ist wieder die Frage. Wohin
Verstecke ich mich? Ist das richtig? Es kommt Spinnen. Schnell, 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 schnell. Die Fackel, die Fackel. Shadow of the Colossus Ende gibt, wo man den Minotaurus besteigen, hätte ich beinahe gesagt, muss und fertig machen muss. Na komm, Spinner. Sei nicht so ein Arsch. Nein, nein. Stech zu. Ja, sehr gut. Vorne hat. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Noch weiter runter. Ah, okay. Ah, kann unter der Arena lang. Alles klar. Meine Güte, ich find's gerade richtig spannend. Und tatsächlich, also. Ich habe ja gerade gesagt, ich wünschte, es wäre First Person. Irgendwie bin ich doch nicht so unglücklich, dass man nicht als First Person Version hier durchschleichen muss. Denn das ist ganz schön gruselig. Und so fühle ich mich jetzt immer nur als Beobachter. Das ist nicht so schrecklich. Ich trotzdem, ich hätte die Fackel angeschaltet. Denn das hier wirkt auch, als wenn man sich da echt verlaufen könnte. Ja, mal schauen. Boah. Oh nein. Hier ist ein Spinnennetz. Gelöst, ne? Warum kann ich die Fackel nicht selber irgendwie anzünden? Das bin ich echt am Überlegen. Hätte ich das schon am Anfang machen müssen? Weil die Spielmechanik sieht hier definitiv nicht vor, dass man rückwärts geht. Das ist komisch. Also ich schwebe jetzt rückwärts. Theseus auf mich zu. Das ist merkwürdig. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier von vornherein mit einer brennenden Fackel reingehen müssen. Vor allen Dingen, ich gehe jetzt mal hier spaßeshalber geradeaus.
Vielleicht waren die Entwickler ja so clever und haben für den Fall vorgesorgt. Die Orientierung habe ich jetzt auf jeden Fall verloren. So. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gerade zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr überhaupt jetzt noch was sehen könnt auf dem YouTube-Mitschnitt. Echt ein bisschen merkwürdig. Zumindest heller. Ah ja, okay, das sieht gut aus. Hier kann ich hochspringen. Zack. Zack. Hochspringen, 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 hochspringen. Ja, ich denke mal, das führt uns zum gewünschten Ergebnis. Na komm, jump. Yes, du kannst es noch. Theseus. Sportlich ist der Bursche, ne? Jo, und wieder du. Herrgott. So, wir müssen halt zum dritten Hebel, der da ist. Herrjemine. Und der Minotaurus guckt auch schon wieder. Schaut mal vorbei, was los ist. Zurück. Fackel anzünden. Komm schon. Yep. Ja, ja, sehr gut. Geht weg. Haut ab. Lass mich. Sonst steche ich euch. Stehen, dass es dunkler wird. Schnell gehen. Ja. Alles klar. Jetzt schnell zum Hebel. Weiß ich selber. Aber wir sollten ja auch warten, bis ein Blöder nicht rumhängt, ne? Nein! Was war das denn? Ich denke, ihr könnt das nicht sehen. Kommt, Leute, bleibt mal konsequent bei euren Mechaniken. Ist doch doof. Alles klar. Und wieder von vorne. Ach komm schon, Leute, das ist doch auch ein Bug hier, oder? Das ist definitiv ein Bug. Der Boden ist verschwunden, Theseus ist verschwunden. Interessant. Das ist ja richtig merkwürdig. Wo bin ich denn? Das ist doch... Bin ich hier nicht losgelaufen vorhin? Das ist verwirrend. Wisst ihr was? Tatsächlich ist das jetzt ein bisschen merkwürdig. Unter den Umständen macht es nicht so viel Sinn, weiterzuspielen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mal 15 Minuten oder so, aber tatsächlich. Spackt er hier gerade im richtig großen Stil ab. Das ist komisch. Ich versuch's nochmal, ob der sich einbekommt, aber tatsächlich mit dem Schwert in der Hand hier kann ich
nicht die entsprechenden Sachen triggern. Und befinde mich, bilde ich mir ein, in einer Sackgasse. So, hier, ich kann nicht mal hochgehen. Ja, genau. Das ist extrem merkwürdig. Guck mal kurz. Steuerung. Fackel löschen, ba, ba, ba. Klettern, ausweichen, Schwert verwenden. Pause, Sprint, Sprint. Das ist merkwürdig. Also das Spiel hat echt gerade einen Fehler. So, es ist mir ja schon mal richtig abgestürzt, wie schon erzählt. Und diesmal auch. Und deswegen machen wir es einfach folgendermaßen. Ich höre an der Stelle auf, lade es nochmal neu und mache dann an der wie auch immer gearteten Stelle, wo wir dann gerade sind, weiter und stelle die beiden Teile hintereinander hoch, damit wir nicht hier nur so ein 15 Minuten Let's Play haben. Das ist ja scheiße. Aber gerade komme ich da nicht anders raus aus der Sache. Genauso machen wir es, ja? Okay, alles klar. Das war Muthensen erstmal mit dem ersten Teil des dritten Teils. War kompliziert. Also mit Part 3a nennen wir ihn jetzt mal. Und ich bin gleich wieder da. Ihr bleibt am Bildschirm. Bewegt euch nicht weg. Ich tue es auch nicht. Alles klar, Mann. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.